Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ni No Kuni 2. Und ja, liebe Leute, wir müssen Leute für unser wunderbares Land generieren. dass sie zu überreden, bei uns mitzumachen. Und ja, ich habe jetzt einfach schon mal offscreen diese junge Dame, die hier stand, dazu überredet, weil die wollte. Ich glaube, Wolle wollte sie haben. Und die hatte ich dabei, obwohl es gar nicht angezeigt wurde. Ich musste sie nochmal ansprechen. Jetzt stand da, ich habe 7 von 4 Wolle. Gib mir das so einfach. Deswegen ist die Dame schon nicht mehr da. Das heißt, 2 Quests müssen wir noch machen. Die erste habe ich schon aktiviert. Wir müssen den Höllboten besiegen in den Schlummerhöhlen. Und ich glaube, für die andere Tante brauchen wir einen Zwirn. Grasgrün Zwirn. Da wird uns die Schneiderin begleitet. Und ja, mal gucken, vielleicht finden wir das irgendwo. Das heißt, ich würde sagen, wir porten uns mal in die Nähe. Zu dem Punkt, wo waren wir denn? Unser Land ist gelb. Schotterruin. Und dann ein bisschen noch nach nördlich gehen. Okay. Das heißt, wir werden sicherlich auch noch 1, 2 Kämpfe nebenbei machen. Und ja, schauen uns einfach mal an. Was da so auf uns zukommt. What? Ist das nicht Bossy Boss gewesen? Der taucht jetzt einfach so auf. Level 27? Krasser Typ, ey. Ja, ja. So ganz gut. So hält das Spiel einen bei Laune. Guck mal, das ist natürlich jetzt hier. 2 Schläge ist der Gegner weg, ne? So. Natürlich schon ziemlich mau. Auch wenn es guten Loot gibt, aber. Naja. So. Ein Schaschmir. Guck mal, die sind sich schon blau. Das heißt, sie wollen mich schon gar nicht mehr attackieren. Das ist gut, weil ich glaube, hier an der Ecke war ich noch gar nicht. Das heißt, eventuell ist hier guter Loot, den ich noch einsacken kann. Eine Ehreweizen. Ah, oben ist noch die Kiste. Aber erstmal gehen wir in die Höhle. Ab in die Schlummerhöhle. So, ja, super. Ein Plasma-Skelett. Ja, ich weiß. Nein, wollen wir noch nicht. Ich komme da nicht vorbei, ne? Okay. Weil da hinten ist noch ein Gnuffi-Schrein. Den wollen wir machen. So, jetzt kämpfen wir gegen. Alter, aber. Okay. Können wir die Gnuffis mal heilen? Kümmert sich kein Arsch um mich, ne? Gnuffis! Kann auch ein anderer attacken? Ich wechsle auch immer zwischen automatisch und halbautomatisch. So. Der ist übel, der Typ. Ich muss nur aufpassen, weil er seine Superattacke macht. Wo habe ich die ganze Zeit verfolgt? Ah, ist gut, die lenken ihn immer ab. Kann ich ihn schön von hinten attackieren. Die! Ah, ich habe ihn abgewehrt, geil! Ich glaube, ich habe das erste Mal geblockt in diesem Spiel. Nach dem Tutorial. Da kann man nichts gegen machen, wie es aussieht, ne? So, ich muss hier meine Leute mal ein bisschen heilen.
Ich glaube, die KI ist auch ein bisschen zu dumm, um auszuweichen. Komm, wieso? Ha! Ja. Schön aus. Bin ja eher der Ausweicher. Auch wenn es vielleicht nicht immer klappt. So, meine Guten. Halt mich mal. Es halt mich keiner, ne? Habe ich noch Essen? Ja. So, einmal für mich, einmal für Shanti. Oh. So, Junge, jetzt bist du mein. Auf Wiedersehen. Ein ganzes Level up? Geil. Alter, das lohnt sich dann natürlich doch. 5 Engelstränen? Fast 3000 Gulden gemacht? Krass, ey. Das ist ja richtig viel. Schutztalisman. Hier haben wir ja mal richtig abgesahnt. Das Viech hat sich ja Dämonenhauch eingefangen. Ein Glück, dass Lakai hier nicht mit den Kindern und Omas angetanzt ist. Jetzt kann Lakai beruhigt sein. Sie muss nur noch verstehen, dass ich nicht Birkenstolz bin. Das ist doch egal, Junge. Wieso? Krieger Birkenstolz kriegt doch Schick. Ich hätte lieber, dass die Leute mich als König von Minaponus kennen. Oh, ist doch egoistisch. Klapper gehört zum Handwerk, ne? Ach, Remy ist schon genervt von ihm. So, aber hier sind wir doch nicht fertig, liebe Leute. Zum einen haben wir noch Loot. Vielleicht ist hier auch noch eine Truhe. Ne, eine Truhe ist hier nicht mehr. Aber da vorne cashen wir uns einen neuen Knuffi. Hoffe ich zumindest mal. Hallo! Na, was willst du denn heute haben? Bring mir diese, na du weißt schon, eine Wolle mit einer hübschen metallischen Farbe. Kupferwolle. Kriegst du die? Yay! Oh geil, so ein Feuerknuffi. Aus dem Mobilisten ist ein Knuffi erschienen. Belzegnuff. Die Glut hat sich dein Gnuffis angeschlossen. Cool. Belzegnuff, schön, dass du da bist. Ich will jetzt mal gucken, ist eins von den Gnuffis eigentlich schon mal irgendwie Level abgestiegen? Nicht so richtig, ne? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt aufsteigen. Ah, ne, warte mal. Ich habe hier Gnuffi-Kosten? Was? Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, befürchte ich. Irgendwie die hier, der Sporttyp, der war nicht so berauschend. Der ist doch besser. Haben wir denn noch? Intensivstation, das war doch ein Heiler, ne? Das ist gut. Ich finde es gut, dass wir den Heiler dabei haben. So. Das heißt, wir porten uns mal wieder zurück. Diese Auswahl ist manchmal nicht ideal. Aber dafür sind die Ladezeiten schön kurz, super. Ich habe ja schon Spiele gespielt, da musste ich ja jedes Mal eine Minute warten. Hier mal so 10, 15 Sekunden, das ist perfekt. Und geil ist, dass der Loot immer respawnt. Auch wenn es so Kieselstein ist. Oh, korallroter Zwirn, warum hätte es kein Grasgrüner sein können? Hey, na? Ihr habt das Wort zum Besieg, von dem du erzählt hast. Ich habe nichts anderes erwartet, verehrter Birkenstolz. Hör mal, Lakai. Ich bin nicht Birkenstolz.
Räuber? Schäfer. Oh, ja. Bitte verzeiht, dass ich störe. Ich habe gehört, ein Mädchen sucht nach mir. Bist du das? Das ist Birkenstolz. Wer bist du denn? Bist du vielleicht der echte Birkenstolz? Nun, es scheint Leute zu gehen, die mich so nennen. Ich bin Schäfer, ein General der Armee dieses Landes. Ich habe versucht, es dir zu erklären. Ich bin nicht Birkenstolz. Er ist das. Helle Haare, spitze Ohren. Was? Also ist der berühmte, barmherzige Birkenstolz, der durchs Land streift und mit seinen Kampfkünsten den Bewohnern beisteht? Solche Dinge erzählt man sich also über mich. Ich tue nur meine Pflicht. Wie scheint, ist man mir diesmal allerdings zuvorgekommen. König Evan, im Namen der Armee von Goldorado danke ich dir. Komm doch mit. Du siehst gut aus. Stark, groß. Sowas brauche ich in meinem Heer. Tapfere Maid, verzeih, dass ich dir nicht rechtzeitig zur Seite stehen konnte. Ich habe eine Einheit in deine Heimat geschickt, die euch beim Wiederaufbau helfen wird. Hat das jetzt zu mir gesagt oder zu ihr? Wir werden alles unserer Macht Stehende tun, um die Not des Volkes zu hindern. Apropos, man erwartet mich am Ort des Geschehens. Leb wohl! Toller Typ. Vielen Dank! Wie konnte mir das nur passieren? Ich hatte wohl den Kopf verloren. Es tut mir leid, dass du meinetwegen dein Leben riskieren musstest. Du bist ja sicherlich nicht so stark wie Schäfer. Aber sag mal, bist du wirklich der König Evan? Der König von Minneapolis? So soll es klingen. Ja, da bin ich. Danke, dass du mir geholfen hast, obwohl ich dich verwechselt habe. Wenn ich in dein Königreich umsiedle, kriege ich vielleicht mal die Gelegenheit, mich zu revanchieren. Mhm. Ja, du bist natürlich herzlich willkommen. Leica, ich freue mich. Ich habe die ganze Zeit Lakai gesagt, ne? Ist doch egal. Die ganzen dummen Namen hier. So, wo geht's eigentlich hier? War ich hier schon mal? Ich meine, ich kann hier X machen, aber... Oder ich könnte rein... Ich könnte in die Häuser gehen? Könnte ich looten? Loot. Oh, hier ist noch was. Ein schlichtes Band. Wow. Hier geht's nicht mehr weiter. Ist okay. So, bevor wir irgendwas machen, würde ich sagen, reisen wir mal nach Minneapolis. Da will das Spiel mich sowieso momentan sehen. Und ja, sorgen dafür, dass die Talente und die Leute mal direkt eingesetzt werden, damit wir ein bisschen forschen können. Abgeschlossene Forschung vorhanden. Ja, das dachte ich mir. Ich weiß nur nicht, ob das Spiel automatisch weiterforscht, wenn ich die Konsole aushalte oder nur wenn ich spiele. Also wenn es einer von euch weiß, könnt ihr es mir mal ruhig in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, sonst würde ich natürlich irgendwie lange Dinge machen und zwischendurch, wenn ich mal ein paar Stunden die spiele, forscht er automatisch für mich weiter. Obwohl die Königskasse ist nur mäßig gefüllt, von daher. Nein! Bin noch nicht fertig. Start ausbauen. So, jetzt müssen wir mal gucken, können wir hier... Haben wir hier bessere Leute? Boxer. Der bringt 75 mit. Er ist besser als Pierre. Er kann auch nichts anderes, ne? Wie? Achso, ich muss hier. Fernkampfwaffen 1. So. Boxer kommt mal hier rein. Den haben wir nämlich hier schön drei Leute. Die ein bisschen was können. Und forschen mal. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir brauchen erstmal den billigen Stuff. Den müssen wir erstmal ein bisschen abgrasen. 3500. Oh, effiziente Schmieden. Ja, effiziente Schmiede ist das günstige, was ich machen kann. Das machen wir. 36 Minuten ist okay. So. Knuffi-Küche. Effiziente Knuffi-Küche wurde vollständig erforscht.
Jetzt wollen wir erstmal Talente zuweisen. Ach, guck mal, sie ist doch... Siehst du, auch wenn sie nur 70 hat, besser dafür geeignet. Ich kann noch nie auf woanders noch einsetzen. Boah, da muss ich echt mal gucken, wie ich das mache. Da werden wir mal noch nichts machen. Pennys Markt, okay. Magielabor. Was haben wir denn da? Oh, ja. Die Dalmatiner. Stimmt ja. Die Mizerike. Guck mal, hier hätte 40 zum Beispiel. Das ist nicht schlecht. Wen kann ich denn hier einsetzen? Habe ich hier einen, der passt? Ah, nicht so richtig, ne? Oh, nicht so richtig. Da habe ich schon jemanden. Dosenfischmarkt. Unglaublich. Ja, hau ich lieber noch eins Magielabor erstmal. Hier den alten Nier und dann können wir mal hier ein bisschen was forschen, würde ich sagen. Zack, 13 Minuten, dann sind wir durch. Ja, hier weiß ich nicht, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ne? Finde ich ja noch gar keinen, der dazu passt. Aber wir werden jemanden finden. Hier wird geforscht. Was können wir denn hier bauen? Monsterjäger-Camp. Haben wir genug Knete? Ja, locker. Bauen wir mal die Gebäude erstmal aus, würde ich sagen. Danke sehr. Da können wir Pierre einsetzen, wo vier Leute bräuchte. Achso, Zoran ist dafür geeignet? Sorgt mit Erfahrung in freier Wildbahn für zusätzliche EP. Bei den Pfadfindern. Ja komm, wir setzen jetzt einfach mal erstmal Pierre ein. Er ist langjähriger Pirat, der wird das schon können. So, Kaserne, ganz wichtig für unsere Militäreinsätze. Oh, damit können wir auch forschen, das ist cool. Was können wir denn da forschen? Sturmangriff Level 2, okay. Cool. Habe leider momentan halt. Oh Gott, gibt's hier viele Gebäude. Wird ja richtig groß, die Stadt. Ja, wir haben sowieso keine Leute. Ich will jetzt erstmal nur das ausbauen, was hier geht. Das Hobbyfeld. Kann ich da anpflanzen oder was? Perfekt, jetzt haben wir alle Kronen fast optimal ausgenutzt. Ja, das bedeutet, dass wir noch richtig, richtig viele Leute kriegen. Im Laufe der Zeit. Und wir haben, glaube ich, nur noch einen Platz, den wir bebauen können. Oder? Nee, zwei, drei. Hier auch noch. Okay. So. Hey. Also war schnell die 198 Kronen zusammengekommen, wa? Ja, ich möchte zurück zum Thronsaal. Vielen Dank. Dann schauen wir mal, was das Spiel gerade mit mir vorhat. Aber vorher... Ach, stimmt. Ich muss Brücke meistern. Dazu muss ich ja doch hier hingehen. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe jetzt schon Forschung in Auftrag gegeben. Kann ich die abbrechen? Ja, ich bin noch nicht fertig. Danke. Aber Brücke ist hier... Ach, da. Hey,
Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und können kloppen gehen. Das ist doch schön. Das heißt, wir können uns gerade mal nicht um die Main Quest kümmern, sondern kommen in 15 Minuten wieder. Und haben 15 Minuten Zeit zu looten. Beziehungsweise, ja, vielleicht endlich diesen blöden grünen Zwirn zu finden. Grasgrün war der, glaube ich, ne? Oder hier, oh ja, lass mal gucken hier. Waffe schmieden. Ich habe jetzt momentan Knete wie Sau, muss ich sagen, ne? Wieso kann ich denn das nicht bauen? Achso, ich habe die Materialien nicht. Ich muss echt looten gehen. Eine Stahlknarre. Die sieht irgendwie übel aus. Aber ich kann am momentan nicht viel machen. Brauch mehr Loot. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Wir müssen uns prügeln gehen. Das Problem hier bei mir um die Ecke sind, glaube ich, keine Gegner, die mir was bringen. Ne. Ne, hier vorne ist ein dicker Monster, ne? Aber gar nicht wissen, wie stark der ist. Wo gehen wir mal am besten hin? Goldorado? Ah, ne, guck mal, hier unten ist noch ein Dings. Da, die unendlichen Heiden. Da reisen wir mal hin, weil da sind die Gegner noch ein bisschen, kleines bisschen höher vom Level. Da bringt es uns auch was, wenn wir die töten. Na gut, Level 16 ist jetzt auch nicht mehr so berauschend, aber oh, da ist eine Kiste. Da komme ich nicht ran. Warum komme ich da nicht ran? Aber ich kann hier rumgehen, ne? So. Die will ich haben. Oh toll, ein Wecker. Das glaubt oder nicht, den braucht man, wenn Gegner bzw. Leute von mir schlafen. Toll überraschend, ne? Kraut ist gut. Noch besser ist, wenn man Gegner töten kann. Watch your back. Alter, das 16 ist schon auch nicht mehr so, ne? Ja, ich meine, das war nichts. Muss ich mich tatsächlich schon an die großen Gegner rantrauen hier. Aber das Kampfsystem ist so eingängig, so gut, dass ich Angst habe zu überleveln. Weil ich könnte das stundenlang hier machen. Ich könnte nebenbei, wenn ich keine Aufnahme mache, könnte ich mich einfach nur hier hinsetzen und Monster verstoppen. Egal, ob die gut oder schlecht sind. Das würde natürlich, wenn das Spiel einigermaßen schwierig wäre bisher, ja auch alles Sinn machen. Momentan ist es ja, wenn man jetzt nicht im Traumraum ist oder eins von den besessenen Monster besiegen will, relativ easy. So, hier sind doch die guten Monster. Ah, Level 27. Den knöpfe ich mir vor. Du stehst zwischen mir und meinem Loot, Junge. Das heißt, du musst leider sterben. Ja, ist ja auch nur einer. So, der ist weg. Das ist natürlich bei dem kleinen Gegner nicht das große Problem. Ah, schon gewonnen. Cool. Remy, du kommst zu spät. Eine Pfeilmöhre. Und 60 Gold. Oh oh. Aber ich kann nicht über Wasser laufen. Aber ich glaube, irgendwann wird es einen Zauberspruch geben dafür. Wahrscheinlich Eis oder so, dass ich darüber gehen kann. Weil ihr seht ja,
da hinten versteckt ist Loot. Daher weiß ich jetzt schon, irgendwann kann ich da lang gehen. Und auch bei, war das Goldorado? Ne, das war bei Nierswald. Die eine Truhe, wo wir nicht rankamen. Da müsste ich auch über Wasser laufen. Nicht eine Truhe, die, eine Höhle. Das heißt, irgendwann früher oder später kriegen wir entweder einen Zauberspruch, wo wir über Wasser laufen können, oder das Wasser, ja, in Eis verwandeln, sodass wir rüberlaufen. Alter, seht ihr das auch? Okay, es gibt auch krasse Monster auf See, also von daher. Oh, geil, eine Muschel, das ist gut. Ja, ich will die Chimäre haben, Junge. Egal. Chimären machen mir ja Spaß, das ist halt auch nur ein Gegner. Ich muss sagen, die sind nicht schlecht. Die knüppeln doch tatsächlich schon einiges rein hier bei mir. So, Inventar. Ein Kraut bitte. Noch ein Kraut bitte, danke. Ich will jetzt nicht die großen veropfern. Ah, ich wäre Level 23. Oh, da oben ist auch noch eine Kiste. Entspann dich mal, Großer, ja? Wird schon gleich das zeitliche Segnen. Evan, du musst aufpassen. Schlange spuckt Gift. Ist nicht gut. So, ist egal, was er für Schaden macht. Down for the count. Unzähmbares Fell. Wow, gleich zweimal. Interesting. Hier war auch irgendwo der Wegreisepunkt, ne? Da vorne. Den schnapp ich mir. Kap von Böland. Okay. Alter Vater. Krass. Das ist noch eine verschlossene Truhe. Und blaue Schleime. Das ist auch so typisch bei Japano-RPGs, dass es immer Schleimmonster gibt. Es ist typisch. Es ist irgendwie bei allen Spielen so. Oder es ist Level 5 spezifisch. Es ist ja hier bei Dragon Quest auch alles so gewesen, dass man immer Schleime hat. Als Gegner, da ist ein Leuchtturm. Da oben ist ein besessener Gegner gewesen. Aber den schnappe ich mir nicht. Oh ja! Okay, es ist ein Wassergegner. Wasserschleime. Boah, Alter, Junge. Was ist mit dir? Muss ich dich ja mal fokussieren, wa? Und natürlich auch wasserfähig. Die gehören natürlich auch dazu. So. Runter mit dir. Gleich ist er weg. Sehr schön. Super. Der hat schon mal ein bisschen spektakulärer. Der hatte mal ein bisschen was auf dem Kasten. Gucken, was er für Loot absondert. Letztes Leder, ja. Hm. Kann ich hier nicht springen? Welches Level ist denn der hier? Ah, nee, danke. Tschüss! Der teilt mich in zwei, glaube ich.
Eisig, gute Gegner, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier schon hin muss oder ob mich die Story hier nochmal irgendwann hinführt. Aber wir versuchen es einfach. Ja gut, die meisten sind ja. Es ist ja nur ein Gegner, der hier vom Level höher ist als ich. Weil der macht hier irgendwie seine Special-Attacken gerade, ne? Das gefällt mir nicht. Komm, knüppel dich mal runter. So, auf Wiedersehen. Oh, die Gnuffis freuen sich richtig. Die freuen sich nach jedem Kampf. Nicht so undankbar wie meine Freunde hier. Da ist Loot. Ja, guck mal, der Tropfenfee ist auch nur Level 24. Mensch. Toll! Ein Glas Joghurt. Das würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Oh, ein Wassertalisman. Welch ein Wunder bei Wassergegnern. Kann ich nicht mit interagieren, ne? Aber da wird doch irgendwas kommen. Leute, erzählt mir nichts. Da wird es Gegner geben. Oder eine Story-Mission, so eine Nebenmission. Nee, hau ab! Ich will runter zu die Truhe, ich will die Loot einsammeln. Wow. Ah, oh, meine Masse. Masse statt Klasse hier. Mach ich mal mit schönen Schwertattacken. Der hat noch nicht einen Schlag abbekommen, hier, der Typ. So. Ich muss doch immer die Augen offen halten, ob ich irgendwann diesen blöden Zwirn finde, aber. Bisher habe ich ihn noch nicht. Oh, was ist das? Eine Perle? Kann ich damit irgendwas machen? Warum ist das hier so schön designt alles? Schon wieder ein Joghurt. Aber hier kann ich sogar hochgehen. Oder? Nee. Sah so aus. Da ist noch eine Truhe. Was? Wo bin ich? Das ist ein richtiger Hafen. 800 Gulden? Das ist eine Menge. Hier wird ja wohl irgendwas sein, oder? Hafener. Okay. Yes! Wir haben so eine kleine Stadt erreicht, wa? Vielleicht so ein optionales Dörfchen? Das wäre cool. Wahrscheinlich muss ich früher oder später sowieso hier hin. So, lass doch mal gucken gehen, ne? Speicherpunkt wird es ja sicherlich hier auch geben. Ein Kopf Traumkohl. Warum nicht? Okay, kein Speicherpunkt, aber definitiv mal ein Reisepunkt, das ist gut. Schlafmöglichkeit. Ein Händler. Gibt's noch mehr? Nee. Das war's. Aber ein Händler ist gut. Hallo, der Herr. Ich möchte als erstes etwas verkaufen. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Ich hab so viel Knete, Alter. Das ist alles? Mehr hast du nicht. Du bist enttäuscht. Dann möchte ich mich eigentlich auch hier erstmal nicht länger aufhalten. Hier gibt's nichts zu holen. Kieselsteine in Booten. Doll. Scheiße hier. Ist das hier vorne, lass mich raten, Sahne oder Joghurt?
Ah, schon wieder ein Kieselstein, wer hätte es gedacht. Frage ist, ist es Zeit zurückzugehen? Ich glaube ja, ne? Da unten müssen wir irgendwie wahrscheinlich hin, wenn wir auf die andere Seite wollen. Nehme ich mal an. So. Ab zurück, Schloss Minneapolis. Forschung ist abgeschlossen, geil. Hi Leute. Ich setze mich mal hier in meinen Stuhl. Wie er sich da auch reinsetzt. Ja gut, er ist König, aber trotzdem. Ich würde ja nicht unbedingt so sitzen, wenn ich so einen krassen Stuhl habe. Hey. Danke. Materiallager? Was? Was? Wow! Einfach Knochen ab R57 besitzt. So, erforscht. Magieleitfaden 1. Forschen Sie bitte weiter. Ich hätte gerne Brücke. Eine Minute, ey. Oh. Hätte ich auch viel schneller haben können. Ihr seht's oben links. Wir haben 11 von 12 Talenten, die wir momentan haben können wahrscheinlich. Er findet noch die eine mit dem Zwirn. Und 14 von 17 Gebäuden. Danke. Forsch mal weiter, ihr macht das sehr gut, Leute. Was? Thank you. Vielen Dank. Jetzt kann ich mit Brücke überall Wege entstehen lassen. Haha, du hast ja keine Ahnung. Diesen Zauber kann man nicht einfach überall einsetzen. Er macht nur versteckte Wege sichtbar. Also nutze ihn, wenn du welche vermisst. Wenn du einen Ort findest, der verdächtig danach aussieht, als könnte da ein Weg hingehören, oder suche diesen Ort einmal genauer. Verstehe, so funktioniert das also. Aber sag mal, ihr habt doch gerade mit einem Auftrag von Irma zu tun, richtig? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr euch nicht zu viel Zeit damit lassen. Wieso, stirbt sie vor oder was? Stimmt, wir müssen eine Kaminrose auftreiben. Vielen Dank für die Hilfe. Dalmatina. Geil wie Sau. Ich wollte aber nochmal forschen lassen. Jetzt muss ich wieder. Muss ich jetzt wieder reingehen, ja, ne? So, setz dich wieder hin. Was? Schon wieder 123 Kronen? Und schon wieder... Was haben wir denn jetzt? Hier gibt's Leder. Krass. Okay, Königreich ausbauen. Bitte forschen. Da bleibt nur die effiziente Magieforschung. Die ist aber teuer. Aber das ist uns egal. Hier ist Forschung mit einem Gange. Was können wir denn hier noch? Können wir hier noch was forschen? Hallo? Knuffi-Kunde. Machen wir. So. Ja, zurück in den Thronsaal, liebes Spiel. Denn da werden wir jetzt nämlich auch Schluss machen, liebe Leute. Das soll reichen. Momentan steht ja nichts Großes an, außer jetzt wirklich die Kaminrose zu holen. Und ja, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ruhig ein Like und einen Kommentar. Da haben wir wieder viel geschafft heute. Ein bisschen Nebenquests gemacht. Und ein paar Monster gekloppt. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr, wenn ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Ni no Kuni 2.